Alright, dann danke für das Feedback. Wir sind online, wir sind da, Ton zu hören, Bild zu sehen. Ich grüße euch am heutigen Freitag, 17. April. Die Sonne scheint und ihr seid trotzdem zugegen im Rahmen des Mottos Stay at Home. Wir bleiben zu Hause. Das, was uns die letzten Wochen ja schon ereilt, haben wir hier bei JFD natürlich auch die Webinarfrequenz massiv hochgefahren. Das werdet ihr mitbekommen haben. Nahezu täglich neben den Livestreams und klassischen Webinaren, die wir ja hier in unserer Pipeline anbieten, hierzu immer wieder auf Research Webinar Events klicken. Da gibt es reichlich zu finden und zu sehen. Haben wir, wie gesagt, das ein oder andere Special und jetzt nach Ostern ja sozusagen das Osterüberraschungsei, das Gimmick an der Stelle hervorgeholt. Und ich freue mich heute hier mit Heiko Behrendt an den Start zu gehen. Ich werde dann gleich mal das Mic auf frei schalten, damit Heiko zu hören ist und dann in gewohnter Manier natürlich auch den Bildschirm gleich mal rübergeben. Jetzt muss ich erst mal suchen hier bei den Haufen mal Teilnehmern. Erstmal super, dass ihr so zahlreich da seid. Heiko, ich glaube, ich habe dich jetzt erwischt im Panel. Sei erstmal gegrüßt an der Stelle. Servus, servus, Hallöchen zurück einfach. Hey, 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 hey. Super, du bist da, du bist gut zu hören, ausgezeichnet. Du hast natürlich auch die richtige Technik am Start. Genau, hier haben wir den Slide nochmal, liebe Leute. Darum geht es heute. Erfolgreiches Skype-Trading zur Eröffnung und oder US-Öffnung vielmehr. Heiko ist uns hier auch schon ein altbekannter Scalper, sozusagen wirklich einer der ersten. Ich glaube, Heiko hat auch schon gescalpt, als ich noch nicht mal wusste, was das ist, muss ich zugeben, Anfang der 2000er. Insofern freue ich mich, dass du heute, wie gesagt, am Start bist, Heiko, und hier im Rahmen nochmal ganz kurz vorab. Die Regeln lassen es eben hier nicht anders zu. Ihr handelt, wenn ihr handelt auf eigenes Risiko, liebe Leute, was Heiko heute hier macht, darstellt, vorführt, sind keine Handelsaufforderungen. Ihr müsst eure eigenen Handelsentscheidungen treffen und immer auch wissen, dass natürlich CFD, Forex Trading mit Margin und diesbezüglich auch Hebel zu sehen ist und dann eben in die höchste Spekulationsstufe fällt und eben auch sehr riskant ist. Aber das wisst ihr alle. Ich habe hier somit meine Pflicht auch getan und will dann gleich mal den Bildschirm zum Heiko rübergeben, denn dafür sind wir heute hier, Live-Trading und eben mal schauen, was unser Heiko so aus den Märkten macht. Jetzt will ich mal sehen, jetzt ist das Mic, glaube ich, wieder aus. Zum Moderator. Switch. Schau mal, Ja. Heiko. Jetzt müsste es passen. Jawohl. Freue mich auf jeden Fall, Gut. dass du da bist, Heiko. Ich überlasse direkt dir das Wort. The stage is you. Nochmal ganz kurz, liebe Teilnehmer, ihr alle könnt Fragen stellen, ja, in den Chat. Und Heiko, soll ich dir zwischendurch mal reindudeln oder wie hättest du es gern? Nö, wenn wirklich was Interessantes ist, kannst du gerne Okay. reinrufen. Ansonsten werde ich zwischendrin vielleicht auch noch mal kurz Rückfragen stellen, ob Fragen waren. Ja, erstmal an der Stelle danke an JFD, dass ich heute da sein darf und natürlich auch schön, dass ihr so zahlreich einschaltet. Und ja, ihr seht jetzt hier schon mein Trading Desk und wir werden dann auch gleich anfangen. Ich möchte das Webinar heute so ein bisschen strukturieren. Thema ist ja so ein bisschen, ist Skype Trading für mich geeignet? Wo liegen so ein bisschen die Vor- und Nachteile? Ich möchte auch so ein bisschen kurz darauf eingehen. Wie viele derzeit, die sich für Börse auch interessieren, an den Markt rangehen und wie man vielleicht an den Markt rangehen sollte. Das auch so mit einem kleinen Augenzwinkern auf mein jetzt stattfindendes Seminar, welches am Montag losgeht. Und ja, ich würde dann einfach mal loslegen, damit ihr so ein bisschen seht, wie es bei mir auf dem Desk aussieht. Und ich ziehe mal hier den Bildschirm noch mal ein bisschen größer. Und würde jetzt erstmal gucken, dass wir dann hier in dem Markt dann uns zurechtfinden. Und ich brauche mal hier noch einen anderen, noch ein bisschen größeres Bild. Und dann bin ich gleich für euch jetzt da. Und das, obwohl durch das große Gap kann man das auch so lassen. Gut. Dann würde ich mal eins noch machen. Und zwar, gerade eben ist mein Kaffee fertig durchgegurgelt. Den brauche ich. Und immer wie toll und das Webinar ist, das erkenne ich immer am Stand meiner Kaffeetasse, ob ich viel oder wenig getrunken habe. Also, wenn ihr fleißig mitarbeitet und Fragen habt, dann stellt mir diese ganz gerne und das merke ich dann am Stand meiner Kaffeetasse. Und damit ich das überprüfen kann, wie gut das Webinar wirklich war, muss ich mir jetzt den Kaffee erstmal schnell holen und bin gleich in einer Sekunde für euch wieder da. Also, scalp the coffee. Super, Heiko. Genau. Dann warten wir mal kurz, bis Heiko zurückkommt. Wie gesagt, ihr seht ja hier schon seinen Trading-Desk und das ist heute, ja, eben auch die höchste Disziplin des Trading, Scalping.
kurzfristiger Handel, 1 Minuten Chart, 5 Minuten Chart, wirklich kurzfristiger Handel ist nicht für jedermann geeignet, wie Heiko auch schön sagte. Und insofern, ja, auch die Education oder die Einblicke, die ihr hier liefert, neben dem Live-Trading sind natürlich wichtig, ja, damit jeder sich so ein bisschen strukturieren kann. Wo findet man sich beim Trading ein? Ist das überhaupt was für mich? Weil zugegebenermaßen, manche haben halt einfach den Rinnsal im Nacken, beziehungsweise sind dann eben auch unentspannt und beißen in die Tastatur möglicherweise. Da sollte man vielleicht auch ein paar Timeframes höher gehen und eben Trading auf anderen Zeitebenen suchen. Möglichkeiten gibt es immer, auch gerade bei uns eben hier mit Multi-Asset-Universum, liebe Leute. Ihr wisst es, wir haben ja auch seit langer Zeit schon den echten Aktienhandel dabei. Also auch hier für Investoren durchaus interessant, wenn sie mal ein Stück weit auf Dividendenbeschau gehen. Jetzt, wo die Märkte ja deutlich zurückgekommen sind, kann das durchaus lohnenswert sein. Ja? Also da kann man hier auch Multi-Asset fahren, kurzfristig wie langfristiges Trading hier vereint. Und wenn Heiko seinen Tesla dabei hat, dann würde ich mir auch gleich nochmal ein Tässchen holen. Und ich denke, Heiko, fahr fort, Fragen, wie gesagt, streue ich ein und ansonsten feel free und schauen wir mal, was du heute rausschnippelst. Ja, ganz genau. Schauen wir mal. Gut, also vor jedem Trading steht natürlich immer erstmal die Analyse. Und was ich jetzt auch oft immer wieder feststelle, jetzt wenn wir auch, egal wo ich bei Trading-Events auch bin, was mir oft begegnet, ist immer dieses, ja, der Dow oder der DAX oder der S&P, egal was man halt handelt gerade, der fällt jetzt ganz stark und der muss jetzt ganz stark steigen. Und da merkt man halt, dass viele Trader immer so auf der Suche nach der Wahrheit sind, wohin der Markt jetzt als nächstes geht. Und am Ende, glaube ich, ist es gar nicht so zwingend notwendig zu wissen, wohin der Markt als nächstes geht. Natürlich, klar, wenn ich dann mal investiert bin, dann ist es durchaus wichtig. Aber am Ende, vor allem im kurzfristiges Trading, ist es ganz wichtig, dass man seine Meinung drehen kann wie die Fahne im Wind. Und wem das nicht gelingt, und da mit einer Meinung an den Markt rangeht, die zu sehr festgefahren ist auf sein persönliches Weltbild, als Beispiel, dass die Märkte jetzt zum Beispiel ganz stark fallen müssen. Ja, der hat gestern sein blaues Wunder dort erlebt. Ja, der Trump, der erzählt mal ein bisschen was, wie er die Wirtschaft wieder an den Start bringt und plötzlich macht der Markt halt 300 Punkte nach oben oder ja, oder sogar noch mehr, 600, 700 Punkte, dann über Nacht. Und da kann man natürlich sagen, das ist alles, das stimmt alles nicht, das kann alles nicht wahr sein. Und schlussendlich muss man sich damit auseinandersetzen, weil den Gewinn und Verlust sieht man dann im Depot. Und von daher ist es ganz wichtig, vielleicht jetzt auf Tagesebene, selbst da ist es ja schon auch dramatisch, wenn wir uns mal den Dow hier auf Tagesebene anschauen. Ich gehe mal hier auf den Tagesschart drauf. Ja, also als Beispiel. Wenn wir uns das hier mal anschauen, dann hat ja der Dow doch durchaus, ja eine sehr, sehr starke Bewegung hingelegt. Wir können das ja mal einzeichnen hier, vielleicht wo das dann losging mit dem Crash bis zu dem Tief hier. Ja, über 50% haben wir uns jetzt erholt. Ne? Und das ist halt dann auch die Frage. Wenn ich da die ganze Zeit auf fallende Kurse setze, was emotional auch vollkommen verständlich ist, ist es halt so, dass man da vielleicht dann am Ende schlussendlich dann auch Schiffbruch erleidet. Also ich habe jetzt gestern erst wieder mit jemandem telefoniert, der mir leider keine guten Nachrichten gemacht hat. Und da merkt man halt einfach, im Crash hat er zu lange dagegen gehalten. Und jetzt, als die Märkte sich so massiv erholt haben, hat er nun immer gedacht, Mensch, Corona-Krise, Wirtschaft geht den Bach runter, ja, die Märkte erholen sich und am Ende hat es ihn genauso auch mit der Short-Seite auch komplett rasiert. Und dann ist halt so ein Account halt schnell auch platt gemacht. Und von daher ist es ganz wichtig, in Strukturen zu denken. Und wenn ihr im kurzfristigen Trading aktiv seid, dann halt noch umso wichtiger. Und deswegen, wie fange ich damit an? Ich fange halt an, den Markt, mir reicht der Stundenchart als größte Zeiteinheit. Ich brauche jetzt nicht zwingend den Tageschart dafür. Aber was ja, denke ich mal, und da ist manchmal auch Trading relativ einfach. In der Entscheidung wird es dann halt immer wieder etwas schwieriger. Also wenn wir jetzt hier einfach mal anfangen mit lokalen Hoch- und Tiefpunkten, also ich arbeite vorwiegend mit horizontalen Linien. Hier haben wir das Tageshoch vom 14.04., wo der Dow gerade eben dran gelaufen ist. Und dann haben wir weiter vorne auch nochmal hier ein interessantes Tageshoch. Und da läuft der Markt jetzt gerade rein. Und rein analytisch wäre jetzt für mich vom Plan her, vom Kopf her, zu sagen, okay,
wenn wir von der Struktur her im DAO hier eine Trading Range hatten, aus der wir jetzt nun rausgefallen sind, ist jetzt ja nun prinzipiell an der Stelle die Frage, wenn der Markt seinen Trend wieder aufnimmt, dann sollten wir ja hier unten eher die Longs suchen. Was wäre der Fehler? Der Fehler wäre, wenn der Markt halt in seine Trading Range wieder reingeht und vielleicht hier dieses Gap noch schließt, ja, und ziemlich stark nach unten fällt und vielleicht sogar das Tief dieser Trading Range testet. Das muss nicht zwingend heute sein, kann auch morgen, übermorgen, also nach dem Wochenende dann sein. Morgen sind wir ja alle, weiß ich, wahrscheinlich im Garten, ja, bei schönem Wetter oder draußen in der Natur. Und von daher, also kann es aber trotzdem sein, dass der Markt ja heute auch hier zurückkommt. Und am Ende geht es darum, diese Struktur zu finden. Und viele suchen halt einfach oftmals jetzt blind nach einem Setup. Ich habe keine Ahnung, ob ich heute hier einen Gewinn mache oder einen Verlust mache. Das weiß ich auch vorher nicht. Ja, natürlich wünsche ich mir, dass es ein Gewinn wird, aber ich kann es nicht beeinflussen. Und das, was ich euch auch hier zeige, das ist halt ein ganz, ganz klitzekleiner Ausschnitt aus dem, was trade-technisch möglich ist. Ja, ich habe heute Vormittag schon gehandelt im DAX, das recht erfolgreich und konnte da sozusagen meine Analyse, die ich von heute Morgen da angefertigt habe, die konnte ich doch ganz gut umsetzen. Also hier kommt es jetzt darauf an, auf der Stundenebene sehen wir, okay, wir sind jetzt in diesen Bereich reingelaufen und jetzt gehe ich dann gleich eine Etage tiefer und dann gucke ich, wie ist denn die Struktur hier nach unten? Sehen wir hier weiter nach unten? Darunter liegen wirklich schön, dass der Markt halt hier so schön runterfällt. Also eine Struktur, die wirklich vielleicht auch darauf hindeutet, dass der Markt komplett nach unten durchgeht. Oder bekommen wir hier vielleicht eine Struktur, innerhalb derer der Markt, sage ich jetzt mal, auch so runtergelaufen ist, ja, aber plötzlich jetzt hier anfängt so zu laufen oder vielleicht sowas hier, ja, also nochmal kurz runtergeht und dann wieder steigt. Das wäre jetzt genau das, auf was ich jetzt schaue. Und ihr seht plötzlich an einem Bereich kommt es dazu, dass wir unterschiedlich anfangen zu denken. Und jeder von euch wird auch eine andere Denke haben, weil er andere Erfahrungen gemacht hat, ja. Und es geht darum, das ist meine Denkweise heute. Und wenn es jemand anders sieht und damit jetzt aktuell besser liegt, dann ist das halt so. Ja, also das will ich dann gar nicht beschreiten. Was ich nie mache, ist, dass ich sage, der Markt muss jetzt steigen oder fallen, was durchaus doch der ein oder andere Trader immer gerne sagt, Mensch, der Markt muss jetzt darunter fallen, müssen muss er gar nicht. Ja. Ich habe es früher immer gesagt, alles kann, nichts muss. Ja, und von daher werden wir jetzt mal sehen, wie der Markt hier jetzt läuft. Wir gehen jetzt hier mal eine Etage tiefer. Und zwar seht ihr jetzt in Schwarz-Weiß den 1-Minuten-Chart. Und ihr seht dahinter liegen den 5-Minuten-Chart in Braun und Blau. Damit spare ich mir eine Zeiteinheit. Das Einzige, wo man das Auge jetzt dran trainieren muss, ist, wo hat man jetzt gerade den Fokus drauf? Also gucke ich mehr auf die schwarz-weißen Kerzen oder gucke ich halt mehr auf die braunen, blauen Kerzen. Ja, ist ein schönes Feature hier. Und jetzt werden wir mal gucken. Wir sehen rechts den Markt im großen Bild, also im Stundenchart und sehen, wie der DAU jetzt hier unten sich nun stabilisiert. Und jetzt kommt man ja gleich auch auf eine Idee, dass man hier sagen kann, okay, das sieht alles ganz gut aus, könnte ja vielleicht so eine W-Formation werden. Na? Und das heißt, jetzt könnte ich jetzt in Kombination Stunde und 1- und 5-Minuten-Chart hier vielleicht eher auf die Long-Seite draufgehen und sagen, ich suche mir jetzt die Long-Seite. Im nächsten Step müssen wir jetzt überlegen, was muss dafür passieren. Und hier gibt es einen Bereich, auf den ich jetzt fokussiere. Und zwar wäre das die lange 1-Minuten-Kerze hier. Diesen Bereich, die 24.075, müssen wir jetzt rausnehmen. Wenn das gelingt, ist leider der Long Trade dann schon für mich dann weggelaufen. Solange das nicht gelingt, habe ich das Problem, dass hier vielleicht Leute versuchen zu kaufen, aber der Markt dann halt nicht nach oben durchgeht. Für Leute, die mich noch überhaupt nicht kennen, also ich handle typischerweise mit 3 Positionen. Das heißt, ich würde hier eine Position eingehen von 3 und mein Gesamtrisiko ist auch immer auf so 3 bis 5 Positionen berechnet. Unterscheidet sich auch deutlich von dem, was man vielleicht so normal kennt. Einmal einsteigen, mit Teilverkäufen arbeiten und so weiter. Stop-Loss nachziehen, kommt bei mir alles auch unter Umständen vor, aber läuft im kurzfristigen Trading auch alles ein bisschen anders ab. Ja, Heiko, hier ist er. kurze Frage von MR, mehr habe ich hier nicht als Info, aber was bedeutet denn die Markierung pH im Chart? pH, Die ach so, Horizontale. das sind
Ah ja, genau, das sind aus dem Stundenchart heraus gesehen die Pivotpunkte. Also sozusagen Pivot, H für Englisch, Abkürzung für Hour. Ja, also das ist dann sozusagen der S2 aus dem Stundenchart. Ja. Es gibt manchmal so Phasen, ich selber achte da eher weniger drauf, aber ich wurde jetzt darauf gedrängt, von anderen Tradern immer mal das mit reinzunehmen. Es ist halt so, dass auf der Stundenebene durchaus der Markt dann halt manchmal am R1, R2 dann, wir werden es vielleicht sehen, wenn es für 16 Uhr haben und dann die neuen Pivots für die neue Stunde berechnet werden, dann kann das in der Folgestunde immer sehr, sehr gut laufen, dass die Bereiche sehr gut angehandelt werden und das funktioniert im DAO auch relativ oft. Also das sind die Pivotpunkte auf Stunde. Das ist spannend. Also Stunde, wie gesagt, ich kenne Pivots auf Tagesbasis, auch für den Intraday-Handel, aber auf Stunde direkt spannende Geschichte. Ja, man lernt ja nie aus und ich meine, ich bin jetzt nur auch schon 20 Jahre dabei und bin manchmal, also ich handle jetzt nicht danach, aber wenn mir jemand sagt, Mensch, guck doch da mal drauf, dann gucke ich auch da drauf und wenn ich dann feststelle, das könnte eine Information sein, die wirklich eine Relevanz hat, dann ist das ja für mich vielleicht auch später, das muss nicht heute sein, nicht morgen sein, vielleicht schmeiße ich das auch wieder raus oder vielleicht gibt es für mich diesen persönlichen Mehrwert gar nicht. Ja. Dass ich dann halt da hergehe und sage, okay, das macht für mich keinen Sinn oder ich gucke da so wenig drauf, ich habe davon keinen Mehrwert, also lasse ich das halt einfach bleiben. Aber es gibt durchaus Phasen, und das ist echt extremst interessant. Da geht der DAO, ich sage jetzt mal, bei der Vola auf 4, 5 oder vielleicht 10 Punkte dorthin, hält dort an und dreht dort komplett um. Also vielleicht sehen wir jetzt bis 16:30 Uhr das, ja, dass der Markt da entsprechend den Bereich dann nochmal mit den neuen Pivotpunkten dann jetzt natürlich S2, S1, die sind aufgrund natürlich der Stunde davor, die sehr klein war, sind die jetzt überrannt worden. Aber jetzt mit der neuen Stunde könnte das ganz interessant sein. So, eigentlich sehen wir jetzt hier einen ziemlichen Affenmarkt. Ich mag den Markt eigentlich nicht, weil wir haben es geschafft, das Hoch der letzten Minute hier bei 24.075 rauszunehmen. Jetzt wird es so ein bisschen hin und her. Normalerweise ist jetzt für mich Long mit Ziel 24.114. Der Stop ist für mich aber sehr, sehr weit weg. Also ich könnte hier mit einer Position handeln. Und man sieht jetzt, dass die Vola hier doch schon auch wieder recht hoch ist mit 30 Punkten in der Minute. Auf der anderen Seite ist halt der Stop darunter auch extrem. Also ich mag tendenziell diese verschachtelten Kerzen überhaupt nicht. Ja. Da rackert man sich halt immer einen ab und man kommt halt nie richtig nach vorne. Aber klar, das ist die Situation. Und in der Situation gibt es jetzt nur die Überlegung, habe ich ein probates Mittel, um diese Situation handeln zu können, ja oder nein? Ja. Und aktuell in so einem Marktumfeld, wenn der Markt nicht wirklich vom Fleck kommt, heißt es so tief wie möglich long, so hoch wie möglich short. Ja, das wäre jetzt das Ganze. So, ach, siehste, ich hätte ja vielleicht auch mal, ich habe das Chatfenster offen, aber ich muss ja mit hoher Wahrscheinlichkeit das Fragenfenster ja aufmachen. Kannst du das tun als Moderator? Also wir haben jetzt ein paar Fragen. Wie gesagt, du kannst dich voll auf den Markt Ah, konzentrieren. aber komischerweise, normalerweise sehe ich Teilnehmer-Chat, aber ich sehe Frag. Nee, Siehst du nicht, nee. weil ich glaube, da müsste ich die zum Organisator machen. Du bist aber Moderator. Und jetzt, weil ich die Aufzeichnung ja auch Achso. mitstarte, könnte es jetzt vielleicht abbrechen, wenn ich die jetzt umswitche. Also wir haben ein paar Fragen bekommen, ganz kurz vielleicht an der Ja, dann Stelle. lies einfach vor. Dann müssen wir es Genau. so machen. Nee, ist nicht schlimm. Also ich sammle auch. Es sind einige identisch. Eine ist, sagen wir mal, das ist eine, ich denke mal, Alex an der Stelle fragt hier an, warum es jetzt in der Nacht immer so oft extreme Bewegung gibt und die Gaps dann praktisch immer mit einem Gap öffnen. Das ist natürlich, sage ich mal, eine relative Youngster-Frage oder Einsteiger-Frage, die aber der ein oder andere tatsächlich auch noch nicht so ganz auf der Agenda hat, warum das denn passiert. Also die Frage ist einfach, ihm ist aufgefallen, dass die Indizes in der Nacht extrem stark sich bewegen und er fragt sich immer, wie es denn dazu kommt. Ja, Wie ist also, deine Einschätzung dazu? Also ich kann auch meinen Senf dazugeben, aber the stage is yours. natürlich ist es aktuell ziemlich extrem mit diesen Gaps und jetzt auch, was jetzt die Nacht da passiert ist, das ist ja auch saumäßig extrem. Ich bin nur gerade am Überlegen. Ich muss mich hier kurz mal konzentrieren. Genau. Und zwar, dass ich hier unten vielleicht dann doch den Long nehme. Also ich habe jetzt hier
Ich habe jetzt hier einen Trade eröffnet mit 0,5. Ziel ist es, durch die 24.075 zu kommen. Wichtig wäre, dass am Ende der Minute der Markt es schafft, über das Hoch der letzten Minute zu gehen. Ansonsten gibt es hier unten noch einen Limit-Entry, wenn der Markt jetzt noch ein bisschen runterkommt. Und das wäre ganz gut, wenn der den jetzt nochmal erreicht. Wo ich so ein bisschen drauf schaue, ist, dass sich die ein oder andere Aktie doch ein bisschen stabilisiert ist. Ich gucke auch so ein bisschen mal in die Einzelwerte rein und jetzt gucken wir mal, ob wir hier durch die 24.075 hochgehen. Wenn nicht, wären wir hier unten ausgestoppt. Das Risiko ist hier relativ gering. 23, 24 Euro. Ich mache jetzt hier auch kein großes Fass auf. So, wir haben jetzt hier, ihr seht, die Order läuft mit. Es ist so eine genannte Limit-Pullback-Order. Das heißt, ich habe eine Limit-Order eingegeben und komme jetzt ein bisschen besser rein. Die läuft in einem Abstand von 10 Punkten jetzt nach. Das heißt, wenn der Markt jetzt kurz runterrauscht und kommt jetzt so hoch, jetzt hat er mich mitgenommen. Und wenn jetzt die Kerze von da unten aus schön abprallen würde, dann hätte man jetzt hier durchaus dann einen ganz guten Trade. Ja, wie gesagt, ihr seht auch rechts, also worum es mir geht, ist, ich wollte jetzt hier eigentlich, nachdem der Markt die 50 getestet hat, ihr seht rechts ja meine Positionierung auch. Wollte ich jetzt hier oder möchte ich eigentlich gerne, dass der Markt jetzt hier hochgeht? Jetzt haben wir das Tief nochmal schön angehandelt. Wir sind jetzt hier mit einem CFD investiert, sind jetzt zu plus minus null. Was ich jetzt brauche, ich mache das Bildchen mal noch ein bisschen größer. Gibt es hier eine tolle Funktion. So. Und ich möchte jetzt, dass der Markt hier das Hoch dieser 1-Minuten-Kerze rausnimmt. Wenn der das nicht schafft, muss ich den Trade abbrechen. Ja, also wenn der das jetzt langsam nicht schafft, muss ich den Trade abbrechen. Ich mache mir ja noch Folgendes und zwar gibt es hier noch so was Tolles, nämlich die Uhrzeit. Da ist er, die Uhrzeit noch dran. Jetzt habe ich zu schnell, zu langsam geredet oder zu langsam geklickt. Also ich brauche zum Ende der 5-Minuten-Kerze auf alle Fälle, dass der Markt es schafft, das hoch rauszunehmen. Und jetzt seht ihr hier schon deutlich, da muss man, das ist ja immer so ein Nachteil eines Webinars, wenn es dann zu schnell oder nicht sauber läuft, was der Markt nicht geschafft hat. Ja, und jetzt zeigt er mir sozusagen, dass er es nicht schaffen kann oder nicht schaffen will. Wir haben es nicht geschafft, das Hoch hier rauszunehmen, einer 1-Minuten-Kerze. So. Aber diese schnelle Reaktion ist schon mal sehr gut. Und jetzt muss, jetzt letzte, aber jetzt wirklich allerletzte Chance. Und zwar achtet hier auf dieses Hoch der letzten Minute. Fokus auf die schwarz-weißen Kerzen. Der Markt muss darüber schließen. Wenn er darüber schließt, ist alles okay. Weil dann gibt es den Plop auf der Oberseite, vielleicht bis 24.100. Und wie gesagt, es geht immer noch darum, dass wir hier über dem Hoch drüber gehen zum Stundenende hin, also um Richtung 16 Uhr, dass der Markt einfach höher schließt. Schaffen wir das nicht, gibt es irgendwann den Push auf der Unterseite. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich zwischen Kommentierung, Trading und so weiter das hier noch gut gehandelt kriege. Auch hier die Kerze scheitert bis dato, 15 Sekunden hat sie noch, scheitert jetzt eventuell knapp am Hoch, dann kann ich eigentlich rausgehen. Wenn die neue jetzt kein neues Tief macht, dann wäre es nochmal okay. Also zwei Möglichkeiten. Ich halte das Bild ganz kurz an, 3 Sekunden. Und zwar Möglichkeit der nächsten, ein höheres Tief zu dem und der Markt startet durch mit der nächsten Kerze. Und prinzipiell lässt man das Risiko dann offen. Ja, oder wir brauchen jetzt hier den Push. Und jetzt kommt der Push. Und das ist genau das, worauf ich setze. Also ich setze hier und jetzt kommt die Eindeckung der Shorts, die versucht haben, da durchzuhandeln. Ich handle gegen die Shorts gerade. Ja, wir sind jetzt zu 23 Euro im Plus. Vom Risiko her war es jetzt nicht Optimum. Und ja, die Wohle an der Kerze, das ist schon ein ziemlicher Dattelmarkt. Aber Ja. trotzdem Hut ab, Heiko. Dafür kenne ich und liebe ich dich in Anführungszeichen, dass du das noch live hier gehandelt kriegst. Also, das ist schon Hut Ja, ab, es ist was. aber nicht schön. Ihr seht ja jetzt hier in der Ja, Minute, wie oft in der Markt hier 40 Punkte in der Minute hoch und Wahnsinn. runter. Muss man natürlich extrem schnell sein. Was ich jetzt, worauf ich jetzt achte, jetzt, was mir jetzt nicht gefällt, also was jetzt echt, jetzt muss man schon wieder umdenken, echt pervers wäre, dass wenn jetzt die Kerze das Tief, also die jetzt laufende Kerze das Tief hier unterschreitet, wir machen jetzt so Folgendes. Wir werden jetzt hier eine Limit-Pullback-Order auch reinhauen. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier hochzieht, zieht die im Abstand von 10 Punkten nach und vielleicht kriegt man ja den Plop durch die 81. So, jetzt zieht die im 10-Punkte-Abstand nach. Zieht, 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 zieht. Und 71, da wäre ich auch so raus. Mal sehen, ob wir mehr als 71 kriegen. Achtet mal da drauf. Nee, denn nicht. So, jetzt haben wir uns einen Gewinn gesichert. Ihr seht jetzt hier eine goldene Linie. Diese goldene Linie ist der sogenannte BE. Das heißt, da bin ich plus minus null.
Das, ja doch, das passt. Boah, ich habe der obere Entry war. Der neue Entry ist hier unten. So, jetzt guck mal gucken, ob die. Wir haben leider keine Kontinuität im Markt, ja. Das ist so ein bisschen ja, nervig. Und ich weiß, ich habe gerade jetzt eben den Faden verloren, aber Überhaupt so, kein wir können Problem, jetzt Heiko. hier. Dafür bin Wir ich können auch jetzt da. hier nochmal, wartet mal, ich muss mal hier ein bisschen Gewinne sichern. Ich habe jetzt runtergemacht auf 0,3 und ich muss, ja, den Stop plus minus 0. Das heißt, ihr seht jetzt, meine Trade-BE-Linie liegt jetzt so unterhalb meines Stops. Das heißt, wenn ich jetzt den Gesamtstop meiner Position hier hinlege, also unter dem Tief aktuell, dann hätte ich zwar mit der letzten Position ein Minus gemacht, aber mit der Gesamtposition immer noch ein Plus. Das ist eigentlich eine ganz coole optische Geschichte, dass ich das halt weiß, aber ich will auch den letzten Trade nicht mehr ins Minus laufen lassen, deswegen setze ich den dahin. Aber natürlich ein absoluter Affenmarkt. Also ganz ehrlich, das ist halt jetzt, das wäre Arbeit pur, ja, um da jetzt erfolgreich zu handeln. Ich weiß, wie es nach oben aussehen kann, wenn der Plop kommt. Ich weiß, wie es abläuft. Das heißt, wir erreichen das Hoch, wir schließen jetzt um 16 Uhr dann am Hoch einer 5-Minuten-Kerze und dann kommt der Ballermann, wie ich immer so schön sage. Und dann wäre das Ziel, dass der Markt hier diesen Preisbereich hier anläuft, ja, wenn es gut läuft. Und ihr seht jetzt rechts, wo ich meinen Trade eröffnet habe, nämlich im möglichen Unterstützungsbereich. Der Markt hat halt hier lange gearbeitet. Aber wenn er sich jetzt davon lösen kann, dann haben wir hier eine gute Chance, dass wir vielleicht den Close genau hier, ich mache mal den Stundenchart da auch noch ein bisschen größer und wir kommen noch mal zu der Gap-Frage auch zurück, aber meines Erachtens geht das Trading auch mal ein bisschen vor. Das heißt natürlich, optimal wäre, wenn wir es schaffen würden, die 30 Punkte, ich meine 30 Punkte in 2 Minuten, das schafft der Dow eigentlich auch locker, wenn er es mag, ja, dass wir das, dieses Tief da zurückholen, ja, dieser. Das wäre natürlich optim. So, ich habe jetzt Lust, trotzdem noch mal hier da oben ein CFD 0,1 mitzunehmen, also die Position zu verkleinern. Ja, das heißt, wir legen hier 0,1 rein und lassen uns, wenn es ein bisschen hoch geht, mitnehmen, also 10 Punkte Abstand. Wenn er runterkommt, dann gehe ich halt dort raus, ist auch okay. Aber falls der Plop jetzt kommen sollte, dann geht das in einem 10 Punkte Abstand halt nach. Okay, nicht passiert. Den anderen Stop lassen wir hier unten, es sind nur noch 0,2 CFDs. Klar, durch die kleinere Positionsgröße rutscht der immer weiter nach unten, weil jetzt könnte der so weit fallen und dann hätten wir immer noch Plus, weil es ja nur noch 0,2 sind. Also, wie gesagt, kleiner Pillemann-Trade jetzt so. Also, wenn es jetzt gut läuft bis 16 Uhr, dann ist das die Kerze, die kein Docht und keine Lunte hat. Also, das wäre halt optimal. Schaut mal drauf auf den, fokussiert euch mal auf den blauen Bereich. Ihr seht, der Beginn der 1-Minuten-Kerze und der 5-Minuten-Kerze, ja, es gibt kaum eine unteren eine Lunte, ja, einen ganz, ganz kleinen Bibbel gibt es, ja, aber nicht der Rede wert. Und optimal wäre jetzt, wir reden jetzt mal durch, wie es jetzt laufen, also welche Szenarien jetzt auftreten könnten. Also optimal wäre, wir schließen am Ende der 5-Minuten-Kerze oben. Das heißt, wir halten auch keinen Docht auf der Oberseite, dann kommt es auf die erste Minute drauf an. Die erste Minute kann so laufen oder die erste Minute sieht, wenn es nicht schön wird, so aus. So, das ist das auf, das weiß ich jetzt schon, dass ich darauf achte. So eins von beiden. Geht die 5-Minuten-Kerze nur drüber und dann leicht runter, dann geht es hier so runter. Oder sehen wir den Ballermann? Eins von beiden. So, achten wir mal darauf. Wichtig wäre, dass die Kerze so weit oben wie möglich schließt. 30 Sekunden noch, dann ist die 5-Minuten-Kerze fertig. Schön wäre, wenn die Kerze auch am Hoch schließt und dann achten wir mal auf die erste Minute. Jetzt habe ich selber, ich weiß, das ist fahrlässig, aber ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob 16 Uhr nochmal Zahlen kommen. Also, das ist natürlich fahrlässig, aber da fehlt mir jetzt gerade die Zeit oder hat sie mir gefehlt. Wenn Zahlen wirklich kommen, die wichtig sind, dann sollte man auch vorher rausgehen. Wir haben jetzt nur noch 0,2 CFDs und wir riskieren ja auch nichts mehr. Ja, aber prinzipiell zu Zahlen sollten wir rausgehen. Ja, es So sind aber drei, keine vier Punkte. dramatischen Zahlen, Heiko. Heute 16 Uhr kommen Frühindikatoren, die sind meines Aber Erachtens jetzt, nicht. ja, gut, und jetzt kommt die erste Minute. Wie gesagt, wenn es gut läuft, kommt jetzt das Ballermännchen durch die 21.114, also hier diesen Preisbereich. Und dann ist alles gut. Und wenn es nicht kommt, dann ja, dann fliegt man halt irgendwie raus, ne? Also hier, das ist jetzt das Thema Management. Wie habe ich Lust und Laune, den Trade zu managen? Wie viel Option gebe ich halt dem Trade? Also gebe ich dem Trade jetzt Credit bis nach oben durch oder nicht? Wenn er jetzt das Hoch hier auch nicht rausnimmt, man muss jetzt einfach für sich überlegen, ist hier mein Stop? Ist da mein Stop? Also wie viel gebe ich ab von meinem Gewinn? Ja.
Das ist jetzt die Frage. So, wenn der jetzt hier runterläuft, ich bin mit der Position 6 Euro vorne. Das heißt, wenn ich jetzt hier ausgestoppt werde, plus minus 0, habe ich 10 Euro verdient. Ja. Das ist jetzt alles nicht die Welt oder 12. Ja. So, oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Wenn es jetzt oben schließt, dann würde mir das auch wiederum gefallen. Wäre jetzt zwar nicht so, wie was ich jetzt gedacht hätte. Vielleicht kommt jetzt das Ballermännchen endlich. Dann wären wir halt auch dabei. Also die Kerze hat mir jetzt nun nicht gefallen, aber sie ist gut, weil sie wieder oben geschlossen hat. Und zwar achtet mal jetzt hier drauf. Die Kerzen schaffen es noch nicht außerhalb dieser Range zu. Immer laufen sie wieder rein. Also hier auch. Gerade der Markt ist unten und reingelaufen. Wenn er mal oben rausgeht, dann wird es halt interessant. Und auch halt oben schließt. Ja, dann wird es halt auch interessant. Ja, also oben schließen wir jetzt ganz wichtig. Hauptsache nicht da drunter. Nicht da, da will ich nicht. Ich will keinen Close sehen, der hier drunter ist, unter dieser Marke. Wenn der wieder kommt, dann, ja, dann geht der Affentanz halt weiter. Also das sind hier die 24.102. Genau das will ich nicht sehen. Das ist die Kerze, die ich eigentlich nicht sehen will. Also deswegen, jetzt lasse ich den Stop da. Ja, läuft alles ziemlich zäh. Also wieder raus und ran und hin und her. Und ja, in so einem Markt muss man halt mitnehmen, was geht. Und wir haben die Gewinne, wir haben den Trade gut abgebaut. Und ja. Ja, so jetzt mal raus. Ist für mich vollkommen okay so. Und wichtig ist, und das ist genau das Fiese, ja, das können die Amis halt richtig gut in so einem Marktumfeld. Das war das, was ich davor eingezeichnet habe. Ich hätte gern den Ballermann gesehen, oder es kommt halt genau diese Kerze, die ist jetzt sogar viel, viel schwärzer geworden als gedacht. Also diese Kerze hier, ja, wenn halt der Zug nicht drin ist. Und da muss man halt überlegen, wie viel Credit gibt man dem Markt halt noch? Prinzipiell mehr oder weniger. Ja. So, jetzt haben wir ganz kurz das Tief der Kerze rausgeholt, der letzten 5 Minuten Kerze, und gehen wieder hoch. Also das, ich sage es euch jetzt schon, das wird eine absolute, also wer das traden möchte, das kann man traden, das ist jetzt kein Problem, aber es ist halt extrem viel Arbeit, und mit erklären ist es halt schwer, weil es halt viel Erfahrung bedarf. Und hier ist das Thema, die Meinung drehen wie die Fahnen im Wind. Hier ist es so, hier kann es sein, dass ich alle 5 Minuten meine Meinung anpasse. Und ja, interessant ist jetzt, am Ende wird jetzt interessant werden, wie der Close der 5-Minuten-Kerze in 2 Minuten kommt. Findet der unter oder über dieser letzten 5-Minuten-Kerze statt? Also wie gesagt, ein absoluter, ich sage es immer so schön, Dillermarkt, Affenmarkt. Also da muss man halt immer überlegen. Also prinzipiell wird es man es jetzt so handeln. Die Frage ist jetzt für mich, im Stundenchart laufen wir halt wirklich in die Range rein, ja oder nein? Und wir sehen halt einfach, dass hier viele Marktteilnehmer dran Interesse haben. Und jetzt, ich zeichne mal was vor, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, wenn es so passen sollte. Ob es so passt, keine Ahnung. Passend wäre, wir laufen bis zum S1. Oh. Vielleicht bin ich ja der große Wahrsager. Darum geht es ja an der Börse nicht, aber ich habe so ein gewisses Schemata vorm Auge, und das zeichne ich jetzt mal hier ein. So, das sieht so aus. Das heißt, wir nehmen das Tief raus, fallen auf 23.988, drehen dann nach oben und nehmen danach die 24.116 raus. So, das wäre der Verlauf, den ich hier aus dieser Konstellation heraus sehen würde. Natürlich auch darf der Markt halt weiter runterfallen. Und hier käme jetzt dieser S1 ins Spiel mit. Ja. Und der täte halt sehr gut passen. Schön wäre natürlich, wenn er das Tief rausnimmt und wir danach wieder die Reaktion auf der Oberseite sehen. Wenn er es jetzt vorher abdreht, dann wird es halt immer hässlicher. Ja, täte auch hier im Stundenchart ganz gut passen. Ja, wenn wir überlegen, wo haben wir das hier? Bei 90, sagen wir mal bei 90. Ja, mal gefühlt hier ganz rechts im Stundenchart mal geguckt, bei 90, ja, das heißt, dann hätten wir auch das Tageshoch vom 9.4. erreicht, das Tief der Stunde unterschritten, und wenn dann die Reaktion nach oben kommt, dann wäre es halt gut. Wie sieht das aus? Vom Verlauf her fokussiert mal euer Auge hier, das heißt, hier nehmen wir auch ein Stundentief raus, und am Ende der Stunde schließen wir hier oben oder sogar da. Und jetzt stellt euch mal vor, es gibt hier Trader, die sozusagen hier unten die Shorts suchen und ich suche den Long, und am Ende der Stunde geht der Markt bis da hoch. Nur als Beispiel. Ob das heute kommt, keine Ahnung. Ja. Oder hier auch, ne? Die Stunde schließt am Hoch. Ja, der Markt nimmt das Hoch hier raus und dreht aber trotzdem um. Das heißt, hier oben die Short zu suchen ist besser.
Und da sind wir wieder bei der Denkweise. Haben wir so eine Power im Markt drinne, dass der Markt halt wirklich in die Range reinfällt? Oder sieht das genauso aus, wie ich das ganz am Anfang, wenn ihr euch daran erinnert, noch gerade ganz am Anfang gezeigt habe, habe ich ja gesagt, es gibt für mich zwei Szenarien. Entweder der Markt läuft hier so durch, ne? Oder das andere Szenario. Und wie sieht das jetzt aus? Das sieht ja eher so aus, ja, dass der Markt hier diesen hier macht. Ja, 5-Minuten-Chart, ganz klar seitwärts. Klar kann der aus der Konsolidierung rausbrechen und auch so runterfallen, aber die ganz fiese Nummer ist diese. So, das habe ich ganz am Anfang gesagt. Es geht auch nicht darum, ob ich jetzt heute recht habe oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass das ein typisches Szenario ist, dass wir hier so ein Tief rausnehmen und dann umdrehen. Ja, so, was wir heute den ganzen Tag gemacht haben. Schaut euch an, wie oft der Markt Hochs und Tiefs von unterschiedlichen Stundenlevels rausgenommen hat und jedes Mal wieder umgedreht ist und niemals die Richtung bestätigt hat. Das heißt, der Markt führt euch heute komplett in die Irre. Und wenn man Pech hat, wird man wahnsinnig. So. Gut, ich wollte noch mal ganz kurz, ich rede hier gerade ohne Punkt und Komma. Ich wollte noch mal kurz auf die Gaps kommen. Also die Gaps sind aktuell ja schon in den USA noch viel, viel seltener zu sehen, solche Gaps. Ja, sie entstehen halt aufgrund dessen, dass bei einer Neueröffnung gibt es immer eine Auktion. Und aufgrund von Neuigkeiten ist es einfach so, dass die Märkte dann so bewertet werden, dass die Märkte so bewertet werden, dass dann dieser neue Preis halt deutlich abweicht von dem Schlusskurs. Ja? Also das heißt, wir können ja sagen, zum Beispiel 20 Uhr macht der Markt zu und jetzt kommen auf einmal extrem interessante News und der Markt macht dann halt um 23 Uhr wieder auf und plötzlich ist mit den neuen News ist einfach die Ware extrem teuer geworden. Ja? Kann man auch mit jedem anderen Geschäft vergleichen. Und wenn jetzt sich durch diese News der Markt zu stark verändert hat, dass die hohen Kurse rechtfertigt, dann wird der Markt dort aufmachen. Ja. Die Börse als Aufgabe, wer da auch vielleicht die Bücher mal von Michael Vogt und so weiter gelesen hat, was so Standardwerke sind, ne, da ist auch so ein bisschen erklärt, was die Aufgabe der Börse ist. Die Aufgabe der Börse ist es, den höchstmöglichen Umsatz zum bestmöglichen Preis zu finden. Und das von allen Marktteilnehmern. So, und wenn das halt so ist, dass der Preis dann da oben quotiert wird, dann macht der Markt halt da oben auf. Ob das jetzt so schön ist oder nicht schön ist, ja, für die eine Seite ist es hohes Risiko, für die anderen ist es hoher Gewinn, der Börse. Ja. Okay, ja, das erstmal zu dem Thema Gaps und ja, der eine wird an so einem Gap verdienen und der andere halt verlieren. Das gehört dazu, aber man muss auch sehen, es sind ja nicht alles Spekulanten, so wie wir am Markt, sondern es sind auch viele. Der Großteil der Marktteilnehmer sind keine, also sind Anleger oder Investoren. Ja, und das, was so zwischendrin ist, das ganze Hin und Her am Tag, ja, das ist dann halt das spekulative Kapital, was da rein und raus geht. Genau. Und die haben eher damit Probleme, ein Investor, den juckt das eher weniger. Ja. Gut, ich hoffe, dass ich da die Frage mit den Gaps da beantwortet habe oder sofern sie verständlich war. Ansonsten, was hast du noch so gesammelt? Auf jeden Fall wieder Hut ab, dass du das ja alles miteinander kombinierst. Das muss ich schon sagen. Ich meine, die Technik hilft dir da auf jeden Fall, Heiko. Hier wurden auch noch WTI und andere Werte beleuchtet sozusagen. Das sollte jetzt aber Ja. nicht Gegenstand, weil du hast da den Fokus auf Index Trading. Deswegen lass mich da mal folgende Fragen ein bisschen zu summieren. Eine zum Beispiel, wie ändert sich dein Trader oder dein Trading-Verhalten in Sachen der Wolla? Ja, also wie passt du dich der Wolla an? Also leicht gesagt aus meiner Interpretation, das ist jetzt die einfache Frage, vergrößerst du dann Positionen, verkleinerst sie, nimmst du die Stops weiter weg oder dergleichen? Erzähl doch mal was dazu, wie dein Verhalten sich jetzt gerade in den letzten Wochen vielleicht verändert hat. Also das Schöne eigentlich, also hohe Vola hat eigentlich einen Vorteil, den viele wahrscheinlich gar nicht so sehen, aber vielleicht mal überlegt mal über diese Aussage. Bei hoher Volatilität kriegt die Charttechnik oder Markttechnik einen immer funktioniert immer besser. Also ihr werdet feststellen, dass, also ich muss mal sagen, auch heute der DAX, also bei der Vola heute und bei dem Verlauf, also dass der Markt so auf den Punkt sauber laufen kann, funktioniert nur bei hoher Vola. Warum? Weil der Markt keine anderen Anhaltspunkte hat. Das heißt, Charttechnik in der hohen Vola funktioniert 100-mal besser als das, was wir vor der Corona-Krise gesehen haben. Weil da war der Markt in so einem niedrigen Vola-Umfeld, wo die Chartmarkt oder Charttechnik, ganz klassische Charttechnik, ganz einfache, nicht funktionieren aus dem einfachen Grund, weil natürlich man irgendwie seine Punkte und seine Trades und sein Volumen unterbekommen muss.
und da über die Levels drüber rennt, hin und her, kreuzt die quer. Und in so einem Markt funktioniert Charttechnik extrem gut. Mal mehr, mal weniger. Klar, gibt auch Tage, wo es halt nicht ganz so gut ist. Aber auch heute der DAX halt extrem gut. Wie verändert sich das auf meiner Positionsgröße? Klar, ich muss die Positionsgröße an die Stops, also an die Volatilität anpassen. Ich handle halt gerne mit zwei, drei Positionen, so wie gerade eben ihr das ja gesehen habt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal diese Trades da reinziehe, ich ziehe die mal so in den Chart jetzt hier hinein, dann seht ihr ja, kann ich die hier? Nee, das doch. Dann seht ihr ja, aufgrund dessen, weil ich diese Trades da reingezogen habe, ja, also ich ziehe jetzt mal die Trades rein, aufgrund der unterschiedlichen Entries, die ich hatte, hat das dazu geführt, ja, dass ich einen besseren Schnittkurs hatte. Ich hatte jetzt hier in dem Fall ja einen Schnittkurs ungefähr hier gehabt, ja. Nur zu dem Original-Entry, der hier oben lag, ist es vielleicht dann, wäre es dann gar nicht so ein cooler Trade geworden. Ja, dadurch, dass ich hier unten nochmal reingekommen bin, ist es halt ein bisschen besser geworden. Ja, und das macht es dann halt aus. Also ich arbeite halt hier gerne mit mehreren Positionen. Also zum Beispiel, dass ich jetzt sage, ich nehme jetzt hier unten eine Position. Ja, gut, 0,1 ist jetzt ein bisschen sehr, sehr wenig. Aber gut, aber 0,1 kann auch viel sein, kommt immer auf die Depotgröße an. Also das heißt immer auf die persönliche Depotgröße. Also 0,1 muss nicht zwingend jetzt wenig sein. Ja. Von daher, also an die Vola anpassen. Einfachstes Mittel ist die ATR, die Average True Range. Und dann einfach gucken, wie schwankt da der Markt. Ja. Also das heißt, ich würde hier einfach hergehen. Dann holt man sich die ATR hier rein. Findet ihr unter Oszillatoren, glaube ich. Erster Indikator, zieht man sich hier rein, sagt sich, okay, ich möchte wissen, wie schwankt der Markt innerhalb von 5 Minuten, in den letzten 5 Minuten. Ja, also was da so die Schwankungsbreite, dann bekommt man hier so ein Dings ausgespuckt und dann sieht man, okay, also ich muss mal hier kurz rein, wenn die Range halt stimmen sollte. Mal sehen. So. Ach, jetzt habe ich den Stop-Loss zu wenig verzogen. So, jetzt kommen wir hier runter. Jetzt geht es darum, um unseren S1. Jetzt haben wir hier den Breakout. Und aber ihr seht jetzt, wie weit jetzt mir den Entry hier mit runterzieht. Das war ein bisschen zu schnell, das Ganze. Aber die Minute ist ja noch nicht, oder die 5 Minuten hier. Das war jetzt, das wollte ich jetzt nicht sehen. Ich hatte jetzt nur gesehen, aus dem Augenwinkel heraus, dass die Kerze fast oben geschlossen hat, aber ich habe nicht auf die Uhrzeit geguckt. Schade. So, also das ist dann doch ein zu starker Ausbruch. Also da hat es mich jetzt rasiert. Das war jetzt aus dem Augenwinkel geklickt, schnell, aber ich habe nicht auf die Uhrzeit geguckt. Ich dachte, wir sind schon gleich fertig mit der Minute, deswegen bin ich hier schnell reingehüpft. Aber die Minute hätte ja oben schließen müssen und dann wollte ich den Trade jetzt hier nicht verpassen. Also das jetzt hier mein Fehler. Aber das ist jetzt ein guter Ausbruch. Und jetzt gucken wir mal hier, ob das Gap hier geschlossen wird auf der 80. Ja. So, S1, ja, das war meine Idee, dass der S1 dann hält. Ne? In dem Fall nicht gehalten. Durchmarschiert. Das ist ein guter Ausbruch. 80 Punkte. Mal gucken. Hier werde ich mich jetzt nicht einfach reinklinken. Jetzt nochmal. Ich habe jetzt auch diese nachlaufende Limit-Order, also diesen Order gelöscht. Aus dem einfachen Grund, weil es mir dann doch zu stark war. Also wäre der jetzt irgendwie hier bis zur 88 gefallen und dann wieder gestiegen. Also genau ans Tageshoch vom 9.4., also letzte Woche Donnerstag. Ja. Wenn er nur bis dahin gegangen wäre, dann wäre es okay gewesen. Ja. Weil, wie gesagt, die Idee für mich ist ja immer noch die hier, ne, dass der Markt halt da wieder hochgeht. Müssen wir jetzt mal gucken. So, wo war ich gerade gewesen? Ah ja, bei der ATR. Jetzt seht ihr hier, die ATR zeigt mir hier an, einen Wert von 34 Punkte. Das heißt, ich muss jetzt hier mit Stops arbeiten von 30 und mehr Punkten. Das heißt, wenn ich jetzt hier einstelle, Stop-Loss 50 Punkte, Ziel 50 Punkte, dann weiß ich zumindest, okay, bei 0,5 sind das 25 Euro, bei einem CFD sind es 50 Euro, ganz grob jetzt über den Daumen gepeilt. Ja, und da muss ich dann halt überlegen, ob ich das jetzt mache. So, jetzt gucken wir mal, wie weit der Markt hier hochgehen kann. Also das war jetzt eigentlich die Idee, dass es eher ein Fake-Ausbruch wird. Sieht mir jetzt eher nach einem richtigen Ausbruch aus. Die Apple-Aktie hat gerade eben ein neues Tagestief gemacht. Ja, das war jetzt natürlich nicht clever gewesen. So, also genau, ich habe die Unterstützung gekauft. Davor hat es halt dreimal funktioniert und ich habe jetzt genau den erwischt, wo es halt nicht funktioniert hat. Aber am Ende
ist jetzt noch ganz gut. Also jetzt kommt ja doch ganz gut Druck rein auf den Kessel. Und jetzt gucken wir mal, ob hier dieser Stundenschluss jetzt nochmal erreicht wird. Da würde ich jetzt nochmal auch nochmal kurz überlegen, wenn das ein gutes Level wird, die 78 hier, vielleicht da einfach einen Limit reinzulegen, ja. Und uns dann mitnehmen zu lassen. Und wenn der Markt dieses Level halt hält, ja, machen wir mal hier die 80, das hält, mitnehmen lassen und dann geht der Markt halt ein Stück hoch. Wenn ein Markt halt so ein Gap Close gut macht, dann macht er das halt auf den Punkt genau oder 5, 6 Punkte Unterschied. Definitiv ist es dann nicht so, dass der Markt dann hier einfach die 50 Punkte weiter durchfällt. Ja. Also ich habe ja einen Stop-Loss drin von 50 Punkte. Ja, und dann kann man auch überlegen, genau das Level zu traden. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Also das zu sagen, der hält dort an. Der muss da nicht anhalten. Ich weiß es auch nicht, ob er dort anhält. Aber für eine Position und 25 € Risiko kann es ein guter Punkt sein. Und es kann, also ich habe so ein bisschen den Schiss, dass der Markt jetzt mir hier abhaut und am S2 hängen bleibt. Also ich habe jetzt eine Position schon drinne. Das sind hier 50 Punkte. Also das heißt, das ist eine Ein-Minuten-Kerze. Also da kann man den TP auch schon ein bisschen wegnehmen. So, ich lasse trotzdem hier den auf der 78 noch stehen. Und dann gucken wir mal, ob der Markt hier. Also 50 Punkte können sogar sein, dass das jetzt hier aktuell sogar zu wenig ist. 40 Punkte. Ja, wenn ihr überlegt, 40 Punkte und das 1,5-fache, ja, dann muss man schon eher Richtung 60 Punkte gehen. Jetzt gucken wir mal, ob das hier ein bisschen Aufbau kommt. Also was ich jetzt hier handle, ist sozusagen dieses Gap Close. Ja. Im 1-Minuten-Chart oder 5-Minuten-Chart sehen wir jetzt ja hier eigentlich nur einen Ausbruch. Ja. Und wenn ich aber jetzt auf dieser kleinen Ebene handle, dann würde ich nur nach Short suchen oder ich würde meine Shorts jetzt schließen. Aber andere Trader, die das als günstige Gelegenheit nehmen, ja, ihr seht ja jetzt hier auch mein Dings, meinen entsprechenden Entry hier unten, ja, die das hier als Möglichkeit nehmen, dass der Markt von dort aus nochmal losgeht, nach oben, für die ist das ja gerade günstig. Das heißt, wenn die jetzt kaufen, dann wäre das für die halt okay und dann könnte man hier diesen Punkt versuchen zu handeln. Ob der jetzt der Punkt, ob das jetzt der Punkt wird, den der Markt jetzt hier wirklich erreicht und von dort aus abprallt, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie weit er jetzt noch runterläuft. Ja, jetzt haben wir den genau erreicht, den Punkt. Und wie gesagt, also wenn es richtig gut läuft, dann machen die das auf den Punkt. Genau, das kann sich jetzt vielleicht noch gar keiner vorstellen. Ist aber so. Kann natürlich ausgerechnet sein, dass es heute nicht so ist, ja. Aber es gibt genug Tage, da ist es so. Ja. Also da läuft das halt auf den Punkt genau. Also waren bei 77. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht hier plus minus null raus, weil ein Trade ist jetzt nicht dafür gemacht, dass ich einfach plus minus null rausgehe. Wie gesagt, Ziel ist es hier, diesen Abpraller zu erwischen. Ja, und vielleicht kann ich euch nochmal ein Beispiel zeigen, wo man es, obwohl, ja, letzter Zeit. Den einen Tag habe ich auf alle Fälle auch so ein Gap Close gehandelt, da lief es wirklich auf den Punkt dran im DAX und dann davon weg. Und ich habe da einfach ein Limit reingelegt, genau an dem Punkt. Und der wurde abgeholt und es ging 2 Punkte tiefer und danach ist der Markt halt 20, 30 Punkte gestiegen. Ja. So, und das wäre jetzt hier genau die Idee, dass der Markt halt jetzt dann anfängt zu steigen und dass das einige sehen und einige einfach nehmen zum Kaufen. Ja, das ist die Idee. Das Risiko jetzt hier bei dem Trade, 50 € ist für mich okay. Wenn er halt wirklich durchseppelt, dann ist es so. Wie gesagt, ein guter Punkt wird auch ja, gut bestätigt. Ja. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt hier vielleicht auch irgendwas nicht mitgekriegt habe in den Webinars, sodass der Markt jetzt einfach hier durchfällt. Ja, und vielleicht das auch jetzt nicht handeln hätte sollen. Ja. Aber gut, das ist dann so. Passiert halt mal. Hinterher ist man immer schlauer, ne? Ah ja, genau. Ja, also wie gesagt, die Frage ist ja überhaupt die, würde man jetzt selber als Intraday-Trader auf die Idee kommen, überhaupt hier einen Long zu eröffnen? Jetzt der eine oder andere wird jetzt sagen, im Leben nicht. Gibt's ja. Ja, also und auf der anderen Seite, wenn natürlich der Markt jetzt mich jetzt bestätigen würde und das machen würde, was ich hier erwarte, und der Punkt läuft richtig gut, dann sieht man halt den Vorteil. Aber das ist halt immer situativ, ja. Und klar ist, prinzipiell ist ja die Frage, die man hier sich beantworten muss, bin ich bereit für diesen Punkt, um herauszufinden, das ist wie beim Pokern, bin ich bereit, wie beim Pokern, für die nächste Karte, also für die nächste Kerze, bin ich bereit, die 50 € hier
als Risiko oder 55 Euro Risiko zu riskieren, um zu erfahren, ob der DAU von diesem Punkt aus abprallt. Bin ich das bereit? Und wenn ich nicht bereit bin, diese 50 Euro dafür zu riskieren, dann mache ich den Trade auch nicht, ja, um das zu wissen. Dann würde ich mir hier einen Punkt einzeichnen als Beispiel, dann würde ich halt hergehen und sagen, gut, das ist hier mein Gap Close. Ich zeichne mir das ein, ich habe aber keine Idee, ob das funktioniert oder nicht. Ja, und wenn es halt funktioniert, dann kann ich mir das fürs nächste Mal ja vielleicht mal als Idee, das habe ich beim Heiko Behrendt im Webinar gesehen, dass der Markt manchmal so ein Gap Close halt genau abholt und vielleicht sollte ich da auch direkt einen Trade vielleicht mal dran machen und das könnte vielleicht ganz gut funktionieren und das hat jetzt, dann macht man sich die nächsten 5 Male dort einen Strich hin und merkt, Mensch, alter Scheiter, das läuft vielleicht ganz gut oder das läuft halt gar nicht gut und dann hat man eine Idee. Wenn das halt jetzt keine gute Idee ist, dann werden wir ja auch dafür bestraft. Also dann sehen wir das ja, indem ja der Markt dann auch am Ende dann runterfällt, ja. Und das ist dann halt, dann weiß man, okay, die 50 Euro für die nächste Karte, ja, die mir den Flash macht oder was auch immer, war es das nicht wert. So, und genauso sehe ich es auch. Und die Frage ist halt prinzipiell, riskiere ich jetzt 50 Euro dafür, ja oder nein? So, und wenn man halt merkt, okay, und jetzt kommt die nächste Phase. Also ich war bereit, die zu riskieren. Jetzt werden die nächsten Karten aufgedeckt, also die nächsten Kerzen entstehen ja auch in Echtzeit, ja. Und jetzt kommt es drauf an, und jetzt muss ich überlegen, sieht das jetzt so aus, wie das, was ich sehen möchte? Also natürlich, was möchte ich sehen? Ich möchte ja sehen, dass der Markt eine Kontinuität auf der Oberseite macht, also dieses hier, ne? Das möchte ich sehen. Oder vielleicht nochmal ein Stück runter geht, aber dann sofort kontert. Das heißt, ich möchte sehen, dass hier jemand kauft. Und jetzt ist halt die Frage, ne, sieht das jetzt so aus, als ob da jemand kauft oder sieht das halt aus, dass da jemand halt kauft, aber einfach nur Shorts, also kauft jetzt jemand wirklich aktiv, so dass der Markt halt kontinuierlich steigt und bis jetzt sieht das halt alles nicht danach aus. Also muss ich jetzt wieder hergehen im nächsten Step und ich erkläre das jetzt einfach mal. Im nächsten Step muss ich jetzt überlegen, jetzt kommt noch eine Karte, keine sieht so aus, die mir in die Hände spielt, ja, auf gut Deutsch. Also muss ich jetzt überlegen, ob ich jetzt den Trade halt beende oder ich nehme halt am Ende dann das Risiko halt mit und steige dann halt ja vor der letzten Karte halt aus und da habe ich ja auch mein Geld reingeschoben, so gesehen, ja. So, und jetzt muss ich halt überlegen, wie lange lasse ich halt das so laufen, ja. Und was mir hier fehlt, ist die Kontinuität nach oben. Das heißt, also man kauft zwar hier unten, aber es sind halt keine Käufe in dem Sinne, wie ich sie gerne hätte, ja. Also dafür brauche ich halt jetzt irgendwie oberhalb der 23.900, bräuchte ich jetzt Käufer. Also das heißt, ich müsste jetzt hier mal einen schnellen Break der 23.9 bis 23.19 sehen, dann wäre das noch legitim, das Ganze. Ansonsten, wenn der Markt jetzt mit der nächsten Kerze wieder runterkommt, na, dann muss man halt überlegen, dann gehe ich halt irgendwann mal raus. So, die Kerze ist in 2 Minuten fertig, die 5-Minuten-Kerze. Ja, und wenn sie jetzt hier so ein Doji bilden würde im 5-Minuten-Chart, dann wäre es okay, wenn die Kerze aber am Ende wieder tief schließt, dann müsste ich den Trade jetzt abbrechen und müsste halt sagen, gut, dann beende ich jetzt den Trade, nehme 6 Euro oder 2 Euro Minus mit und sage mir, das sah jetzt nicht so aus, wie ich das gerne gehabt oder gerne gehabt hätte. Ja, das ist halt, so sehe ich am Ende dann doch, wenn man Börse pragmatisch sehen möchte, sehe ich das so. Was ich halt weiß, ist halt, in der hohen Vola funktioniert die Charttechnik und gewisse Levels extrem gut. Ja. Ob das jetzt hier ein gutes Level wird, wie gesagt, wir werden es dann später sehen. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man jetzt Short, also mal als Beispiel, die andere Denke ist ja für jemanden, der jetzt Short ist, ja, das heißt, jemand hat hier den Breakout gehandelt, ja, den Durchbruch, den kann man ja auch handeln. Der muss natürlich sich dann jetzt die Frage überlegen, wo lege ich denn jetzt hier meinen Stop-Loss halt hin? Also lege ich meinen Stop-Loss hier hin, lege ich ihn hier hin, ja, oder lege ich einen BE? So. Und jetzt kommt es auf den Markt drauf an. Also schafft der Markt jetzt das Level rauszunehmen, fällt dann wieder runter, vielleicht nimmt er das noch raus und dann fällt er überhaupt nicht mehr runter und dann macht er eine komplette Retour. Ist ja alles möglich. Who knows? Ich weiß es auch nicht. So, da fehlen mir auch die hellseherischen Fähigkeiten. So, worauf wir jetzt achten, genau auf das gleiche Thema wie davor. Ich halte mal das Bild trotzdem mal an, auch wenn es jetzt so vielleicht gefährlich ist für mich. Und zwar guckt mal hier auf das Bild. Hier vorne, da oben bei 24.102. Die Kerze hat relativ weit oben geschlossen. Wichtig wird jetzt werden, das zu erkennen. Und das läuft halt ja mit einem Affenzahn. Das habt ihr ja vorhin auch gesehen. Ja, wie schnell der Markt halt hier kurz rüber geht und dann schnell runterfällt. Und genau das, auf das achte ich jetzt. Wie kommt der Markt hier rüber? Das Bild steht gerade.
Und wie schnell fällt er jetzt runter? Und da sollte ich dann überlegen, ob ich den Trade halt irgendwie plus minus null beende oder leicht im Minus. Weil wenn da von diesem Hoch aus ein neues Tief kommt, dann werde ich hier auf alle Fälle rasiert. Mit recht hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Also wenn die Kerze jetzt oben bleiben würde, wäre es gut. Und jetzt würde man dann merken, dass die Shorts dann halt immer weiter in Bedrängnis kommen. Und das wäre jetzt der Abprall. Also wie gesagt, das ist ein Trade von ganz vielen. Und ob der aufgeht oder nicht aufgeht, das spielt jetzt für mich nicht die Mega-Rolle, weil es ja, aber es soll halt einfach zeigen, dass vielleicht, wenn man ein bisschen vorausdenkt mit seiner Planung, dass so ein Punkt halt einfach gut sein kann. Also hier in dem Falle kaufe ich einfach das Gap Close. Ich habe in dem Fall ja was gekauft, was halt zu dem Zeitpunkt ja noch keiner sieht. Wir sehen jetzt erst, dass der Käufer jetzt durchkommt, die Shorts werden immer schwächer. Und wenn die jetzt auch anfangen zu decken, also man sagt, dass ihre Position schließen, würden sie den Markt automatisch leicht nach oben ziehen. Und das Allerbeste wäre natürlich, wenn ich jetzt überlege, wo liegen denn die Stops? Also die ersten Stops meines Erachtens sind jetzt hier schon weg von den ganz aggressiven Shorts. Und die nächsten Stops meines Erachtens liegen hier über dem Hoch. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und sagen, ich lege jetzt meine Take Profits genau in diesen Bereich hier hinein, wo ich jetzt die Stops erwarte. Vielleicht hier so, ja, so. Und wenn da der Markt durchschießt, dann ist es okay. So. Ja, bis jetzt entwickelt sich der Trade doch ganz gut jetzt noch. Ich würde jetzt meinen Stop-Loss hier hinlegen und jetzt hier gucken, wenn der Markt, naja, vielleicht hier noch so, ja, so. Da sind wir vorhin rausgeflogen, da möchte ich gerne auch nochmal hin. Und mal gucken, wenn die Kerze nochmal ein bisschen Dynamik kriegt, vielleicht schafft man hier dieses Hoch rauszunehmen. Läuft der Markt jetzt zurück, wäre ich jetzt auch bereit, mich dann auch ausstoppen zu lassen unter dem Tief der Minutenkerze. Ja. Also wenn die Kerze jetzt wieder Schwung kriegt und wir eventuell den Anschein haben, dass hier von hier die Shorts wieder Attacke machen, dann muss ich hier unten raus. Ja. Also bis jetzt haben wir sehr genau von der Charttechnik. Wenn jetzt die nächsten 2 Minuten, wie spät haben wir es? 27? Die nächsten 2 Minuten werden entscheidend sein. Ich werde gleich so machen, nach dem Ende dieses Trades bin ich dann bereit für Fragen. Wir hätten jetzt hier so einen genannten Pullback an das Tief dieser 5-Minuten-Kerze. Seht ihr das? Und darüber müssen wir schließen. Wenn es das gelingt mit der 5-Minuten-Kerze, dann glaube ich, kriege ich den Trade relativ gut durch. Ja. Klar, der hat davor war natürlich absolut vergeigt. Also wir sind jetzt ja 56 Euro für heute hier im Minus. Ja, und wenn wir das jetzt hier vielleicht ein bisschen nach oben drehen könnten, dann wäre es okay. Ja, aber das war hier durchaus ein Fehler meinerseits. Der Markt muss am Ende der Minute oben schließen, nicht unten schließen. Und da habe ich einfach nur, während ich auf der ATR reingezogen habe, geklickt. Ja. Gut. Aber man kann nicht überall sein. So. Wichtig, wir haben immer noch keinen Close über der 39 gesehen. Damit immer noch die Gefahr, dass der Markt nach unten geht. Hier kann ich sogar überlegen, könnte ich sogar hergehen und sogar den Trade minimal verkleinern. Ja, werde ich jetzt auch mal machen. Ich habe jetzt den Trade mal minimal verkleinert auf 0,7. Einfach um das Risiko ein bisschen rauszunehmen. Ja, in dem Bereich, wo ich eventuell sehe, dass der Markt jetzt so dann mich doch hier ausstoppen könnte. Ja, läuft so. Ja, also am Ende Pullback an die Kerze ran. Wie lange haben wir noch? Jetzt die 40 Sekunden müsste ich jetzt noch irgendwie überleben. Jetzt kann ich überlegen, ob ich den Trade runtersetze, damit ich die 40 Sekunden überlebe und die Kerze vielleicht noch positiver ausgeht für mich. Oder ich riskiere, dass der Gewinn weg ist. Der Buchgewinn. Ja. Also die Kerze schließt auf alle Fälle nicht so, wie ich das wollte. Ja, also wir haben es nicht geschafft, die 39 rauszunehmen nach per Schlusskurs. Wir haben es aber auch hier mit der Kerze zumindest geschafft, wieder innerhalb dieser Kerze zu schließen. Also das ist, wie gesagt, ist halt jetzt gerade ein bisschen kompliziert und für andere, die denken sich, Alter, was erzählt denn der? Aber wenn wir es schaffen, wieder da drinnen zu schließen, ist immer noch die Chance, dass wir da hochgehen. Ja, ja so soll es nicht aussehen. Naja, jetzt fliegt mal raus. Ja, so. Gut. Aber da seht ihr das, und das ist der Punkt an was gebe ich dem Markt halt an Credit und wie viel gebe ich davon wieder ab. Also was mir hier halt nicht gefallen hat, die 39 ganz klassisch als Rücksetzer am Tief der 5-Minuten-Kerze ran. Und wenn man es jetzt mal als Linienchart sehen würde, ja, dann wäre es ja Bewegung, ja, dann kleine Korrektur, weiter nach unten, Bewegung, ja, und der Markt. Punkt 2,
Ja, Punkt 2 und Punkt 3 liegen auf einer Linie. Und jetzt kommt da die Frage auf, geht es jetzt nochmal weiter? So, bis jetzt sehr gut gemacht vom Markt. Ja. Deswegen habe ich hier oben den Trade reduziert. Zu beenden war ich einfach nicht bereit, weil wenn die 5-Minuten-Kerze am Ende ja doch gut schließt und doch über 43 schließt, ja, das ist ja genau das, was ich ja auch nicht weiß. Ich muss ja im Hier und Jetzt entscheiden. Ja, und jetzt sehe ich, dass wir hier gerade das Tief der 5-Minuten-Kerze rausnehmen. Wenn wir jetzt wieder über das Hoch der letzten Minute drüber gehen, dann geht wieder die Chance wieder zur 39. Ja, also das ist ja nach diesen 1, 2, 3, 4 Minuten abwärts, kommt jetzt wieder rumgediller und dann irgendwann wieder die Entscheidung. Ja. Also der Trend ist ganz klar abwärts. Aber die Amis können das halt aus sowas auch eine komplette Trendumkehr bilden. Ja. Das ist durchaus auch möglich. Ne? Was ich jetzt nochmal gucken würde, wäre vielleicht ein zweiter Test des Schlusskurses hier. Wie gesagt, der ist mir eigentlich schon fast zu tief gelaufen. Also für einen richtig guten Punkt ist es eher schon jetzt schlecht. Und von daher kann es durchaus sein, dass der Trend weitergeht. Die Apple-Aktie, die macht ja auch einen Abflug. Also ich gucke immer so ein bisschen auf die Einzelaktien hier, Apple-Aktie. Die muss schon steigen, damit der Rest halt auch gehen kann. Hier die anderen Aktien stabilisieren sich teilweise am Tageshoch hier, die Visa-Card am Tageshoch vom Vortag. Ja, also, wenn die Apple-Aktie ein bisschen steigt und der Rest nachkommt und über dem Tageshoch von gestern gekauft wird, dann sehen wir hier auch durchaus dann irgendwann stärker steigende Kurse. Aber da muss halt, das dauert halt alles manchmal mal mehr, mal länger. Ja. Gut, Chris, gibt's Fragen? Bestimmt eine Menge. Also meine Tasse ist gerade halb leer Es oder lief halb ganz voll. gut, du hast, aber das ist nicht anders zu erwarten. Ich habe da wenig tun müssen. Du bist sehr gut in der Unterhaltung. Du bist ja auch schon jahrelang trainiert. Traden und Webinar führen ist doch echt eine Competition. Das machst du super. Ich habe einen Haufen Fragen. Viele lösen sich oder haben sich auch während deiner, sage ich mal, Ausführung aufgelöst. Auch eine Frage, die sicherlich einige trifft auch. Und zwar, ich habe gar nichts verstanden. Gibt es auch Einsteigervideos? Dazu würde ich vielleicht auch sagen, direkt mit der Kontaktaufnahme, Heiko, du sagtest, am Montag hast du ein Seminar oder Dienstag. Ja. Fängt das Montag oder Dienstag an? Montag. Montag, okay, wieder muss ich zusehen, dass wir den Mailer mit der Aufzeichnung am Montagmorgen noch rausschicken. Ansonsten, wie gesagt, kann man sich da nachträglich auch noch anmelden. Ansonsten kannst du gerne mal zeigen, was du da sozusagen nächste Woche nochmal planst. Und da werden wir das mit einbauen in den Mailer mit der Aufzeichnung auch, dass der Karl-Heinz und andere sich auch so noch mal anschauen können. Grundsätzlich, Karl-Heinz, kannst du auch mal bei uns beim Trading Room vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob du, hab es jetzt nicht parallel geprüft, verzeih mir, ob du Kunde bei uns bist, bei JFD oder noch nicht. Ansonsten guck auf unsere Research-Seite, habe ich am Anfang gezeigt. Da gibt es den Trading Room. Da wird auch, denke ich mal, Heiko durchaus mal Platz nehmen können, sodass wir da auch mal morgens eine Session machen, wenn er den DAX tradet unter Umständen, oder eine Nachmittagssession haben wir auch. Da ist ja auch der Markus Kleber oder der Andreas Bernecker, der Bernstein mittlerweile, ja, kennst Heiko ja auch sehr gut, die da sozusagen auch als Protagonisten immer zeigen, wie das Trading funktioniert. Und dort wird auch teilweise tatsächlich von dem Einstieg eben gesprochen, genauso wie mit der Gap-Geschichte und andere Fragen, kann man immer wieder aufholen, weil es ist natürlich so, dass der Wissensstand ist völlig breit gefächert, von eben auch hier einige Hardcore-Scalpern, sage ich mal, bis zu Einsteigern. Und deswegen ist auch völlig klar, dass in deiner Geschwindigkeit, Heiko, und auch wie du den Markt analysierst, interpretierst, deine Ansätze einzeichnest, also das ist wirklich schon hohes Level und deswegen sicherlich anspruchsvoll, aber man kann natürlich immer anfangen und immer lernen und einsteigen. Und natürlich ist Trading selbst auch nichts, was man an einem Wochenende lernt oder eben auch dann sozusagen innerhalb von 2 Stunden. Da ist eben ein Seminar durchaus wichtig, beziehungsweise auch eine gewisse Kontinuität, Verfolgung, dranbleiben, Trade-Besprechung, Trade-Plan, ein Riesenthema. Insofern hoffe ich, dass ihr da auf jeden Fall dran bleibt. Im Anmeldeprozess, Karl-Heinz, super gemacht, genau, schaut im Bereich vorbei. Ansonsten begrüße ich dich gern bei uns im Demo- oder Live-Kontenbereich. Schau an, was geht. Heiko hat ja hier auch seine Erfahrungen. Ansonsten, Heiko, denke ich mal, ja, kommen wir so langsam zum Ende. Die Leute sind sicherlich also total geflasht von dem Input, auch von deiner Action, auch entsprechend schnellen Einschätzungen, aber so kenne ich dich. Deswegen, es war mir auf jeden Fall echt ein Vergnügen. Ja, freut mich. Hier mal so gezeigt, was halt Märkte dann so leisten können. Also das ist der DAX von heute, das sind meine Trades von heute, ja, und
Zum Beispiel hat es heute früh hier angefangen. Zum Beispiel, wenn man sich anguckt, der Markt bricht das Level und hält das halt genau. Der erste Einstieg war halt als Breakout gemacht und die anderen drei oder zwei folgenden, genau per Limit habe ich mich reinskaliert. Mein Stop lag hier am Ende und dann geht der Markt halt nach oben weg. Und den habe ich ja den letzten einen am Tagestief beendet. Ich habe dann auf so einen Flop gesetzt gehabt, Richtung 10.700. Der kam nicht und dann wurde ich dann hier auch ausgestoppt. Also da ging dann der letzte Trade raus. Dann hier auch nochmal sozusagen einen Breakout getradet. Also nicht so wie vorhin jetzt gerade eben den Long getradet, sondern ein Breakout in Richtung Tagestief sollte der gehen. Lief nicht bis zum Tagestief, im Rücklauf auch wieder alles zu. Das war hier natürlich, war dann sehr, sehr anstrengend. Diese zwei Trades, weil der Markt nicht kein Hü und kein Hott. Ja, also hier sollte der Markt nach oben laufen bis dahin, dann hier sollte der Markt laufen bis zum letzten Hoch. Beides hat er nicht geschafft und dann musste ich halt immer im Rücklauf raus. Und was halt natürlich genial ist, das war ein schöner Trade, 2 Minuten oder 3 Minuten, 45 Punkte hier. Das war der Plop, also den Plop, den ich hier vorne erwartet habe. Hier habe ich diesen Plop erwartet. Da kam er nicht und halt nachher gleiche Stelle, gleiche Welle. Da kam dann der Plop beim zweiten Mal. Und sehr gut ist der Rücksetzer. Also wenn ihr euch das anguckt, die gelb markierten Bereiche, wie gut der Markt halt auf was zurücksetzt. Und wenn man halt sich dann traut, dazu muss man aber auch eine gewisse Erfahrung haben. Und wenn die Punkte gut werden, ich habe heute nicht viel, ist nicht weiter gehandelt, aber man muss ja nicht jetzt hier unbedingt da einsteigen. Das kann man auch machen. Ja, das kann man auch machen. Aber wenn man jetzt hier dann sieht, okay, der Punkt hält und ich versuche dann halt sehr aggressiv reinzukommen, dann sind das natürlich schöne Levels, wo man halt reingehen kann. Ja, ich habe heute eher die Breakout-Seite gehandelt. Also das sind hier heute eigentlich alles Breakout-Trades und das sind auch Trades, die ich sozusagen vom Setting her auch erkläre. Und vielleicht nochmal da ganz zu. Ich möchte einen ganz, ganz kleinen Abriss nochmal machen. Vielleicht dahingehend, was ich jetzt versucht habe, euch heute so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Ich will es hier nochmal ganz kurz zeigen. Ich mache es ganz, ganz kurz. Ich hoffe, ihr habt die 5 Minuten noch für euch. Also, wie ist die Ist-Situation vieler Trader? Ja, also viele Trader kommen an den Markt, haben ein Depot, denken, das Depot geht schon aufwärts. Dann, wo gehen sie hin? Wie gesagt, und das ist ja auch völlig normal, weil ich habe ja auch so gehandelt, also man beliest sich, man guckt YouTube-Videos, man besucht Seminare und nach was sucht man denn? Man sucht doch immer nach dem, wie geht's dann? Ja, also nach diesem, man lernt ein Setup. Und ich habe auch ganz klassisch angefangen mit einem ganz einfachen Setup. Das heißt, ich hatte hier 2 Linien. Ich zeichne sie mal ein, 2 EMAs, ja, so und noch ein EMA. Und die haben sich gekreuzt und an dem Kreuzungspunkt darüber liegend lief dann der Chart ja. So, und da habe ich dann halt, die EMAs haben sich gekreuzt und da habe ich dann halt irgendwelche Trades eröffnet. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, also musste ich dann feststellen, brauche ein neues Setup. Und ich habe jetzt hier mal einfach ein charttechnisches Setup hier kreiert. Und das wird dann halt, das will man ja dann unbedingt lernen und umsetzen. So, und jetzt kommt die große Schwierigkeit, und das habe ich heute versucht auch so ein bisschen hier darzustellen. Wenn der Markt richtig gut läuft, dann funktioniert das so wie hier oben, ja. Der Markt läuft genauso, wie das Setup das anzeigt. Hier läuft schon nicht mehr so gut, ja. Da kann es sein, dass man vielleicht einen Verlust macht. Und dann merkt man hier in der Phase, Mensch, das sieht doch genauso aus, wie ich es gelernt habe. Es funktioniert nicht. Hier auch, der Markt fällt ein bisschen runter, aber die schönen Strecken, die nehme ich überall nicht mit. Und hier funktioniert es auch nicht so richtig, ja. Der Markt geht drüber und dann wieder Gegenseite. Und wer das denn feststellt, und ich glaube, gestern habe ich auch mit jemandem telefoniert, der sich für den Grundkurs interessiert und der sagt, ich handle nur nach Indikatoren und da sage ich, ja, es funktioniert mal und es funktioniert mal nicht und genau so ist es. Es funktioniert mal und es funktioniert mal nicht, weil je kürzer ihr handelt, also je kürzerfristig ihr handelt, wenn ihr vor allem im 1- und 5-Minuten-Chart handelt, dann wird das Ergebnis, wenn ihr nur technisch orientiert handelt, 50-50 werden. Also ich bin 20 Jahre dabei, ich habe mir sehr viel programmieren lassen, ich habe mich sehr viel auswerten lassen. Ihr werdet immer aufgrund der Wechsel zwischen Trends und Range immer auf eine 50-50 inklusive Spread auf eine negative Verhältnis kommen. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Also was ich alles ausprobiert habe, es ist brutal.
Und wie gesagt, es kann sein, es funktioniert ein halbes Jahr, danach 2 Jahre halt nicht mehr. Es kann sein, es funktioniert jetzt ein halbes Jahr nicht, danach funktioniert 2 Jahre richtig gut. Ja. So, und meine Herangehensweise dann darauf gehend, dass man eigentlich immer nach der Suche ist, nach diesem einen Setup, was halt immer funktioniert, und das ist ein Fehler meines Erachtens nach, ist es für mich eher so, dass ich heute, und das vermittle ich in dem Grundkurs, und da versuche ich jeden so ein bisschen an die Hand zu nehmen, dass jeder versucht, nach seinen Stärken und Schwächen sein eigenes Setting findet. Und der Chris hat es ja auch schon eingangs erwähnt. Ja, für den einen ist Skype-Trading der heilige Gral, ja, oder da, wo er sich wohlfühlt. Und für anderen ist halt Swing-Trading genau das. Weil hier gerade eben ein Mountainbike-Fahrer hier draußen gerade mit dem Fahrrad vorbeifährt. Ja, für den einen ist Mountainbike-Fahren richtig gut, für den anderen Rennradfahren und für den anderen BMX-Radfahren. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, und auf der anderen Seite muss man ja ganz klar sagen, dass alles trotzdem Fahrradfahren ist, ja, auf einer gewissen Art und Weise. Und so ist es halt bei mir, dass es halt an der Börse ist mein Weg mittlerweile dieser, dass ich sage, es gibt gewisse Akteure am Markt, die hinterlassen gewisse Fingerabdrücke, gewisse Spuren. Und wenn man die erkennt, die Akteure plus die Spuren, dieses Wissen hat, dann versuche ich einfach viele Situationen zu haben mit vielen Setups und versuche das zu klassifizieren. Einfach gesagt, ich habe einmal einen Schraubendreher und ich sage jetzt mal einen Akkuschrauber, ja, und ich habe einmal eine Kreuzschlitzschraube oder ich habe einmal eine Schraube, die sieht so aus. Also ich habe hier 2 Schrauben, das sind 2 unterschiedliche Marktsituationen. Ja, einmal habe ich hier so eine Schraube, die sieht so aus, und einmal halt eine, die sieht so aus. Und klar ist, ich muss jetzt das richtige Setup finden. Ja, und wenn das grüne Setup die ist für den Kreuz, dann muss ich das Setup in der Situation im besten Falle anwenden, dann funktioniert das auch. Und wenn rot das halt ist, ja, dann sollte ich das da nehmen, ja, für die Schlitzschraube. Natürlich kann es sein, in der Zeit, wo ich jetzt überlege und nachdenke, wird am Markt halt, weil der nun mal weiterläuft, wird aus diesem das hier und dann habe ich halt ein Problem und dann gibt es halt einen Stop-Loss. Ja. Und wenn man jetzt hier hergeht und versucht, das anzuwenden, nämlich diese vielen Situationen, ja, dann kann es halt durchaus sein, dass ihr vielleicht hier oben trotzdem auch nochmal einen Verlust macht. Ja. Also ihr nutzt hier genau. Ihr seht hier unten gerade, ah ja, die Situation hier, die kenne ich, habe ich gelernt beim Heiko Behrendt. Ja, als Beispiel, warum, wieso, weshalb, ja, das gibt es dann im Seminar. Und dann nutzt man die und dann gibt es hier einen Verlust, aber hier ist es jedes Mal eigentlich ein cooler Trade gewesen, ja, den man auf einmal macht und man nimmt auf einmal die Strecken mit, die man vielleicht vorher nicht mitnehmen konnte. Oder man sieht hier, okay, das ist ein Fake-Ausbruch, ja, und dann handelt man halt diese Situation dagegen und nimmt auch nochmal eine fette Strecke mit. Also das ist jetzt mal so ein bisschen plakativ, das einfach so dargestellt, was ich in diesem Grundkurs versuche euch zu vermitteln, dass ihr aufgrund eurer persönlichen Analyse Möglichkeiten im Markt besser zurechtfindet und es lernt, besser situativ zu entscheiden. Ja, das ist sozusagen mein Ansatz mittlerweile. Und wenn ihr euch interessiert dafür, könnt ihr euch hier bewerben, sei schon, eintragen für den Kurs auf scalp-trading.de Grundkurs. Und ein Hinweis für euch, und zwar, wenn ihr runterscrollt, hier seht ihr nochmal ein Video, da erkläre ich das auch nochmal, was ich gerade eben in Kurzform erklärt habe. Für wen ist der Kurs geeignet? Also wenn ihr einer dieser Probleme habt, was ihr danach besser können solltet, ja, wenn ihr das lernt. Der Lernstoff, den ihr hier lernt, der reicht für 6 bis 12 Monate. Auch das ganz klar. Das, was ich hier gerade eben ganz locker aus dem Ärmel geschüttelt habe, das sind 20 Jahre Erfahrung. Das sieht immer ganz oft ganz einfach aus. Wenn ihr darüber nachdenkt, dann sieht das ganz anders aus. Ne? Ich habe noch ein Special mit eingebaut, Trading in High-Vola-Zeiten, wie jetzt gerade eben. Und ich denke, es ist ein ganz guter, ich kürze das Ganze ein bisschen ab, ein ganz gutes Package, was ich da geschnürt habe. Es wird dieses Jahr das einzige sein. Hier steht jetzt da, das Goldpaket ist ausverkauft. Ich habe es jetzt schon als ausverkauft reingestellt. Falls euch es doch interessiert, schreibt einfach in dieses Feld hier hinein. Schreibt hier rein, dran teilgenommen am JFD Special Webinar. Ja.
Power-Webinar. Schreibt das mir hier rein in den Gutscheincode und dann weiß ich, okay, ihr seid davon. Ansonsten müsste ich euch ablehnen, weil ich krieg's sonst nicht mehr hin. Also falls euch das Goldpaket interessieren sollte, ja, das wäre sozusagen. Ich habe es aber trotzdem als ausverkauft. Also für euch, die hier im Webinar sind, können das noch buchen. Maximal noch 2 Leute. Ja, und dann bin ich aber sonst am Ende, weil bei dem Goldpaket sind 8 Stunden Privatcoaching dabei und da haben sich doch ein paar mehr angemeldet, als ich das erwartet hatte. Und ansonsten steht ja alles da. Der Chris oder ich kann das ja hier mal kopieren in den Chat rein, dann habt ihr den Link. Und wer sich interessiert, am einfachsten buchbar ist natürlich damit über PayPal. Und ansonsten schreibt mir hier Kontaktdaten rein, Rechnungsanschrift, dann kriegt ihr von mir am Wochenende noch die Rechnung. Und dann könnt ihr das Geld überweisen, wenn ihr Lust habt, Laune habt. Ne? Wie gesagt, das war heute ein ganz, ganz kleiner Einblick in dem, wie ich handle, wie man handeln kann. Ja, 2 gute Trades, ein schlechter. Leider hat war der Ausbruch doch so dynamisch, dass der halt ein bisschen mehr gekostet hat. Also am Ende haben wir jetzt einen kleinen Verlust hier realisiert. Aber der Tag ist ja noch nicht rum. Und wenn ich das jetzt gegenrechne gegen meine Gewinne aus dem DAX Trading, dann bin ich ganz locker im Plus. Ja, aber ich hoffe trotzdem, einen kleinen Einblick euch geben zu können, ja, und auch zu sehen, wie sauber der Markt halt hier auch diesen Punkt abgearbeitet hatte. Und am Ende zu entscheiden, ist es gut, den komplett zu schließen oder nicht. Also es ist persönliches Risiko, ja, das liegt dann wieder an der Stärke des Traders, ja oder nein. Wie ich es halt handle, wie viel Credit gebe ich dem Markt, wie viel Buchgewinn gebe ich wieder ab. Ja, und was halt trotzdem jetzt so bleibt am Ende zum Schluss ist, dass der Kurs, der hier schön halten sollte als Abpraller, ich habe jetzt das Beispiel nicht dabei, da wo es richtig mal gut gehalten hat, aber ich denke mal, der eine oder andere wird es auch nachvollziehen können. Der hat jetzt nicht gehalten, dieser Punkt, und dafür, dass der Punkt nicht gehalten hat, ja, haben wir hier trotzdem mit diesem Punkt einen Gewinntrade gemacht und das ist dann schon richtig gut. Natürlich ist es jetzt nicht der Gewinn, den man gerne gehabt hätte, ja, aber es ist trotzdem kein Verlusttrade. Also ich sage immer, ein sehr, sehr großes Gefühl im Trading ist es eigentlich, eine Situation verkehrt einzuschätzen und trotzdem Gewinn zu machen. Also wie gesagt, der Punkt wurde angenommen, nicht so wie gedacht und von daher ist es ganz gut, wenn man trotzdem nicht im Verlust raus ist. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie sich der Markt hier weiter bewegt. Der Abwärtstrend bleibt weiterhin intakt und damit, ja, wird es halt spannend werden, wie weit die Jungs das jetzt noch nach unten schießen. Ja, 23.785 wird dann die nächste Haltestelle für mich. Und ja, ruckzuck sind wir gleich bei 17 Uhr und ihr habt hier super durchgehalten. Es hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht. Es war kurzlebig und trotzdem hoffe ich für euch informativ. Und an der Stelle darf ich mich nochmal bedanken, zu einem Freitag hier nochmal ein kleines Feuerwerk abgefeuert zu haben für euch. Und wünsche euch an der Stelle schon mal ein schönes Wochenende und bleibt mir gesund. Und dann für die abschließenden Worte gebe ich nochmal das Wort zurück an den Chris. Und ja, vielleicht sehen wir uns am Montagabend dann im Webinar. Bis dahin, ciao, euer Heiko. Super, Heiko. Da hast du schon die abschließenden Worte gefunden. Will ich gar nicht drum herumreden. Der Jan fragt aber nach, ob es nochmal eine neue Chance, dieses Paket gibt in diesem Jahr oder vielleicht nächstes Jahr. Da denke ich mal, kann er sich direkt an dich wenden. Du hast ja auch eine Kontaktadresse auf deiner Genau. Page. Da direkt nochmal nachfragen. Da bin ich auf jeden Fall ganz sicher, dass Heiko da Optionen findet. Heiko, wie gesagt, auch dank dir dafür. Es war kurzlebig. Ich denke, deine halbe Kaffeetasse spricht auch dafür, dass du wieder Action gemacht hast. Noch und nöcher. Und es war wieder so viel Content und wir hätten locker jetzt noch 1,5 Stunden dranhängen können. Deswegen, wir schauen, sprechen uns ja eh ab, wie wir in den nächsten Monaten weiter abfahren. Mir hat's auf jeden Fall auch wieder Spaß gemacht. Danke, dass du so kurzfristig für, ich sag mal, die Trading-Fans da warst jetzt am Freitag, sonniger Freitag. Ich kann jetzt auch nur allen ein schönes Wochenende wünschen. Aufzeichnung gibt's im Nachgang. Da können wir auch nochmal den Link auch zu Heiko nochmal einbauen. Für alle die, wir haben auch wieder eine hohe Teilnehmerquote. Ich würde mal fast sagen, gut 70% der Anmeldungen waren auch live dabei. Super Quote. Also insofern toll, freut mich. Volles Webinar. Wir waren echt ein Riesenraum. Also das ist hoch dreistellig. Also es war echt super. Hat mich sehr gefreut, dass ihr auch so aktiv dabei wart, was nicht zuletzt an Heiko lag. Und insofern, happy Trading, Heiko, dir, cool gemacht, geile Show, super Programm, geile Kenntnisse und ich hoffe, jeder konnte was mitnehmen. Wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, wie gesagt, schreibt es uns gern, support@jfdbank.de oder .com.
ist gleich oder geht über unser Kontaktformular. Wenn ihr was verbessert haben wollt, Fragen habt, wir stehen euch 24/5 zur Verfügung. Und ansonsten, ja, schönes Wochenende. Heiko, komm gut in den Feierabend, wenn du jetzt nicht doch noch den ein oder anderen Doe-Scalp einfährst. Und ich sag mal, Horido, fette Beute allen und lasst es euch am Wochenende gut gehen und viel Gesundheit natürlich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.